Hallöchen. Wie ich dieses Video nenne, weiß ich noch nicht ganz genau. Werden wir dann sehen. Aber es geht darum, ich möchte euch mal ein bisschen was näher bringen, was es auf sich hat mit Transformatoren, so wie diesen hier oder andere mit Eisenkern, nicht Schaltnetzteil, wo wir eine Spannung hinten rausbekommen, die wir noch gleich richten müssen. Und wie das funktioniert, beziehungsweise wie die Spannungsformen dann aussehen zwischen den einzelnen Schritten, werden wir es gleich richten. Und ich werde auf zwei Sachen eingehen, und zwar einmal die Gleichrichtung mit einer Diode und die Gleichrichtung mit einem Brückengleichrichter. Oder wie ihr es gerne hören möchtet, Full Bridge Rectifier. In dem Falle so ein kleines winziges Ding hier. Das ist ein Brückengleichrichter. Ein Brückengleichrichter besteht aus vier Siliziumdioden. Da komme ich später noch drauf zu. Und es gibt viele Anwendungsfälle, wo man sowas brauchen kann. Es gibt jetzt die Schaltnetzteile, die funktionieren auf dem ja, selben Prinzip, aber mit einer anderen Spannungsform. Sind auch effektiver als diese hier. So ein Trafo hat zwar in der Regel zwei Wicklungen, eine Primärwicklung und eine Sekundärwicklung. Meistens ist dann auch noch aufgedruckt, welche Spannung in die Primärwicklung muss und welche Spannung an der Sekundärwicklung rauskommt. Er steht jetzt hier nicht drauf, aber ich weiß, was aus diesem Trafo kommt, zumal ich es auch nachgemessen habe. Und primär gehen hier rein 230 Volt, und da muss ich dann schon mal gleich eine kleine Warnung ranmachen. 230 Volt, böse, böse, ba, ba, ba. 230 Volt ist gefährlich, es kann euch töten, es kann, es muss nicht, es kann. Viele überleben es, aber wenn ihr einen elektrischen Schlag an 230 Volt Netzspannung erleidet, ihr könnt noch nach 24 Stunden daran versterben. Das vergessen viele. So, das ist die Sache. Also bitte, wenn ihr sowas macht, mit Transformatoren arbeitet und die an 230 Volt Netzspannung hängen, sichert euch ab mit einem RCD, und das ist aber nicht ausreichend. Am besten ist wirklich immer noch ein Trenntransformator. Ein Trenntransformator ist nichts anderes wie das hier. Der hat ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 1. 230 Volt rein, 230 Volt raus. Also hat eine galvanische Trennung. Galvanische Trennung heißt in diesem Falle, ist es nur ein Magnetfeld zwischen der Primärseite und der Sekundärseite. Es ist kein weiteres Bauteil dran, kein Kondensator, keine Diode, kein nichts. Das ist wichtig. Das muss galvanisch getrennt sein. Es werden Stelltransformatoren als Trenntransformatoren angeboten. Das sind aber nur Transformatoren, die die Spannung verändern können, sind aber nicht galvanisch getrennt. Drauf achten. So, aber ich möchte euch jetzt immer zeigen, wie sieht die Spannung aus, die hier hinten rauskommt, wenn sie noch nicht gleichgerichtet ist. Wie sieht die Spannung aus, wenn sie nach der Di oder wenn ich jetzt eine Diode oder den Brückengleichrichter reinsetze, wie die Spannung danach aussieht. Und wie ich die Spannung dann in eine schöne glatte Gleichspannung bekomme oder in eine fast ideale glatte Gleichspannung. Eine wirklich glatte Gleichspannung erhalte ich eigentlich nur mit solchen Dingern hier. Nennt sich Primärzelle, im Volksmund Batterie. In dem Falle ist das ein Akkumulator oder Akku. Hier steht Akku, ist eigentlich ein Akkumulator. Da kommt eine wirklich ideale Gleichspannung raus. Aus diesen Dingern kommt keine ideale Gleichspannung raus. Die Gleichspannung hat immer noch einen Wechselspannungsanteil bzw. ein Ripple drauf. Das ist aber normal. Das kann man mit ganz viel Filterung am Ende sehr, sehr minimieren. Es wird aber nie ideal sein. Es werden nur Akkus, die auf chemischer Basis funktionieren, werden eine Gleichspannung, eine wirklich ideale glatte Gleichspannung produzieren. Die Theorie. So, Theorie. Theorie ist Trafo und Wechselspannung. Ich habe ja gesagt, ich habe eine Primärseite und ich habe eine Sekundärseite.
Das kann man sich sogar aufmalen. Das gab sogar Leute, die sowas gemacht haben. Ich bin jetzt kein Künstler, ich male euch mal das auf. Ich habe eine Primärspule. Und ich habe eine Sekundärspule. Und dazwischen ist ein Eisenkern. Und dann habe ich hier eine Eingangsspannung von 230 Volt AC. Es muss AC sein. Es darf keine Gleichspannung sein. Dann bildet sich hier ein Magnetfeld, das über den Eisenkern in die zweite, in die Sekundärspule geleitet wird. Und dann kommt hier hinten am Ende irgendeine Spannung raus, die der Transformator machen kann. Es gibt Übersetzungsverhältnisse von bis und man kann sogar 230 Volt hier reinschicken und hier 400 Volt raus oder 700 Volt oder 1000 Volt oder sonst wie was rauskriegen. Man kann natürlich auch nur 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 5 Volt, 7 Volt, 12 Volt, 19 Volt, 20 Volt, wie auch immer draus bekommen. Und in meinem Fall sind das 24 Volt AC. So funktionieren Transformatoren. Und die sind galvanisch getrennt. Da ist nichts von der Seite zu der Seite irgendwie verbunden. Das ist eine galvanische Trennung. Da ist kein weiteres Bauteil zwischen, nichts, was irgendwie Strom oder Spannung leiten könnte. Das macht die Dinge auch so sicher. Bei Schaltnetzteilen, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich weiß nicht, wie viel der Versuch das schon ist, das hier zum Kriegen, ist, Schaltnetzteile arbeiten ähnlich, nur mit einer etwas anderen Spannungsform und etwas anderen Transformatoren, aber nach demselben Prinzip. Aber da ist zwischen Primär und Sekundär noch irgendein Bauteil meistens dazwischen, was gut sein kann, was nicht gut sein kann. So, wir haben uns jetzt in dem vorigen Teil, habe ich ja erzählt, Trafo, bla bla bla. So, wie sieht jetzt diese Spannung bildlich gesehen aus? Das kann ich euch gerne aufzeigen. Und zwar habe ich hier eine Spannungsachse und eine Zeitachse. Die Zeitachse ist mit T und das ist mit U. Oder U. Je nachdem. Und eine Wechselspannung, sagte schon, sie wechselt ihre Spannung von Plus zu Minus. Und hat einen Nulldurchgang. Und wir fangen bei Null an. Und jetzt bitte nicht lachen, ich kann nicht so gut zeichnen. Ich versuche es so gut es geht. Ich habe eine Sinusspannung. Ja, ich kann nicht so gut. So, und würde dann hier wieder weiter und so weiter. Es geht dann immer so weiter. Die Spannung würde dann, diese 24 Volt hier hinten raus, würde so aussehen. So sieht auch die 230 Volt AC aus. Oder jede andere Spannung, die primär reingeht oder die sekundär wieder rauskommt, ist eine Sinusspannung. Dafür sind solche Transformatoren gebaut worden, für eine Sinusspannung. Es gibt auch noch Rechteckspannung, Dreieckspannung, hast du nicht gesehen. Würde auch funktionieren, wäre aber noch ineffektiver. Sag mal, ihr Viecher, wo kommt ihr mal her? So, nun sehen wir schon, wir haben hier einen Scheitelpunkt. Also es geht einmal hoch und wieder runter, da haben wir einen Scheitelpunkt. Und um das jetzt zu verstehen, was eine Sinusspannung ausmacht, ist, dass diese 24 Volt, die hier hinten rauskommen, Moment, die 24 Volt, die hier hinten rauskommen, entspricht nicht der Spannung, die von dem Scheitelpunkt bis zum Nulldurchgang entspricht. Das hier sind nicht 24 Volt, das sind in diesem Falle circa 33 Volt. Warum sage ich jetzt 33 Volt? Dafür muss man eine Sache wissen. Diese 24 Volt, die aus diesem Trafo rauskommen, ist eine Effektivspannung. Die wird immer in Effektivspannung angegeben. Mit der einem Multimeter, zum Beispiel mit so einem hier oder jedem anderen, ich habe jetzt kein anderes gerade zur Hand, kann man Wechselspannung messen. Hier unten, ich versuche es mal reinzuzoomen. Da kann ich Wechselspannung messen.
Dieses Multimeter wird mir immer die Effektivspannung anzeigen und dieses Multimeter wird mir auch die genaue Effektivspannung anzeigen, weil dieses Multimeter den Aufschrift True RMS hat. So, ich mache mal wieder so. Warum ist das so? Weil das eben so ist. Das ist ich möchte nicht zu tief reingehen, aber Multimeter, die allermeisten Multimeter werden immer eine Effektivspannung anzeigen und nie die Spitzenspannung. Was ist denn jetzt die Effektivspannung? In dem Fall sind das jetzt hier die 24 Volt. Und wie komme ich jetzt auf 33 Volt? Ganz einfach. Die Effektivspannung, die kann ich euch jetzt mal einzeichnen. Aber nagelt mich jetzt bitte nicht hundertprozentig darauf fest, ob das richtig ist. Ich habe das jetzt nur so im Kopf. Ich versuche es zu erklären. Das ist in etwa diese Fläche, die effektiv Arbeit leistet. In dem Falle wäre es hier unten die Fläche. Das wäre die Effektivspannung. Die Spannung, die effektiv Leistung bereitstellt. In einem ohmschen Verbraucher, in diesem Fall ein Widerstand. Wenn es jetzt nicht ganz richtig ist, bitte nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist für mich jetzt die einfachste Erklärung. Dieser Teil, den ich jetzt schraffiert habe, macht genauso viel Leistung an einem Widerstand, einer Glühlampe zum Beispiel oder ein Heizlüfter oder wie auch immer, macht die gleiche Leistung wie eine Gleichspannung von 24 Volt. Das hier wäre jetzt in dem Sinne 24 Volt effektiv, die Effektivspannung 24 Volt. Das hier wäre genau, wäre die Leistung, die die Wechselspannung an einem Widerstand abfallen lässt, wie eine Gleichspannung von 24 Volt am Widerstand. Auch wenn die Spannung hier bis 33 Volt hochgeht. Wie ich auf diese 33 Volt komme, werde ich euch gleich erklären. Das zeige ich euch. Das gilt für beide Sachen, ob nur eine Diode, zwei oder zwei Dioden. Das ist immer so. So, und diese 33 Volt ist die Spitzenspannung. Das hier oben, das ist die U-Dach oder U-Spitze. Das wäre die Spitzenspannung. Und die kann man sich aus der Effektivspannung ausrechnen. Man kann auch umgekehrt aus der Spitzenspannung die Effektivspannung ausrechnen. Da gab es schlaue Leute, die da auch Formeln für entwickelt haben. Und die Formel wäre hier U-Spitze ist gleich U-Effektiv mal Wurzel aus 2. So, das wäre dann in dem Sinne US ist gleich 24 Volt mal 1,414. Beziehungsweise Wurzel aus 2. Wurzel aus 2 ist 1,414. Wenn ihr mich glaubt, rechnet es nach. Ich kann euch das leider nicht zeigen auf meinem Handy. Ich habe nicht rausgefunden, wie ich auf meinem Handy mit dem Taschenrechner Wurzel aus 2 rechne. Ich weiß nicht, ob das Ding irgendwie kann. Ich habe es nicht rausgefunden. Aber ich weiß, Wurzel aus 2 ist 1,414 und eigentlich noch ein ganzes Ende dahinter. Wäre dann U-Spitze gleich circa, deswegen sage ich circa 33 Volt. So. Grob vereinfacht gesagt, das wäre das, was hier hinten an diesen beiden Anschlüssen rauskommt. Was ich messen kann mit einem Multimeter. Mit dem Multimeter messe ich halt die Effektivspannung
und weiß, effektive Arbeit, die Arbeit, die diese Spannung leistet, sind halt eben nur diese 24 Volt. Und an einem Widerstand kann man dann auch die Leistung eben auch berechnen mit U mal I. Wenn jetzt hier 24 Volt und 1 Ampere fließen an einem ohmschen Verbraucher, dann habe ich 24 Watt, die das Ding hier, diese Spannung am Widerstand leistet. Und mit Gleichspannung ist es dasselbe. Wenn ich 24 Volt Gleichspannung habe über den gesamten Zeitraum, dann habe ich genauso auch 24 Watt am Widerstand. Das ist die gleiche Leistung. Man muss noch eine Sache erklären. Das gilt nachher auch für den Brückengleichrichter. Diese Periodendauer, das ist eine Periode, beträgt 20 Millisekunden. Von einer Halbwelle und die andere Halbwelle zusammen, das ist eine Periodendauer, sind 20 Millisekunden. So. Ich hoffe, es ist jetzt klar geworden. So, jetzt kommen wir hier zur Praxis. Erst einmal messen wir hier die Wechselspannung ohne Dioden dran, wie ich es ja schon gezeigt habe. Einfach mal dadurch 23,78 Volt, wenn die Lampe hier nicht so blenden würde. Das ist jetzt ohne Diode gemessen. Und wie ich ja auch gesagt habe, das ist jetzt die Effektivspannung. 24 Volt. 23,8, 24 Volt. Ich kann auch mal auf Gleichspannung gehen. Misst das Multimeter gar nichts. So, nun hatte ich auch noch gesagt, was mit 50 Hertz. Hatte ich auch noch in einem Teil in der Theorie erzählt. Dass wir 50 Hertz messen können. Das kann das Multimeter auch. Gehe ich mal hier kurz rein. 24,99 Hertz. 50 Hertz, 99. So, jetzt wollte ich euch die Ausgangsspannung ohne alles zeigen, das was aus dem Transformator rauskommt. Das wären jetzt hier, wäre jetzt eine Periode über 20 Millisekunden. Ich bin bei 2 Millisekunden. Trigger 1%, was ist das denn? So. 2 Millisekunden. Das sind 10 Kästchen. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 80, 20. 20 Millisekunden ist eine Periodendauer. Wie ich es ja gesagt habe, sind 50 Hertz. Ich bin jetzt bei 1 Volt pro Kästchen nach oben. Tastkopf steht auf 1 mal 10. Werde ich auch für den Rest der Sachen machen, weil ich mit dem Oszilloskop nicht so weit hochkomme mit dem Eingangsverstärker. Der geht maximal 5 Volt pro Dings. Und jetzt habe ich hier U-Spitze, Spitze. Das sind jetzt nicht diese 30 Volt, sondern das sind 60 Volt. Wenn wir jetzt mal hier unten gucken, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Volt, die ich U-Spitze, Spitze aus diesem Trafo rausbekomme. Da wir aber nur von dem einen Nulldurchgang zu dem anderen bis zum Scheitelpunkt, es ist kein direkter reiner Sinus hier dran, das liegt am Trafo, sind wir jetzt hier bei 10, 20, 30, 33 Volt circa. Es passt also. Die Theorie bewahrheitet sich eben in der Praxis. Fall Nummer 1, eine Gleichrichtung mit einer Diode. Würde bedeuten, ich habe hier eine Diode. Und möchte da jetzt wissen, oder möchte jetzt eben da die 33 Volt raus haben. Dazu muss ich die ja nur halt hier verbinden. Das wäre dann da und da. Und würde jetzt hier am Ende circa 32 Volt bekommen.
Warum 32 Volt? Das ist einfach erklärt. Über die Diode fallen circa, ich sage circa, 0,7 Volt ab. Die Diode, die Siliziumdiode, braucht circa 0,7 Volt Spannung, bis sie leitend wird. Die 0,7 Volt sind dann nicht da, die sind weg. Die muss ich an der Spannung, die hier hinten rauskommt, abziehen. Im vorigen Teil habe ich euch ja gesagt, die Spitzenspannung sind circa 33 Volt, die Effektivspannung sind 24 Volt. 33 Volt minus 0,7 sind circa 32,3 Volt oder 32,4 Volt, je nach Diode. Ich sage hier circa 0,7 Volt, weil es Dioden gibt, die haben circa 0,7 Volt Abfall oder 0,705 oder es gibt auch welche mit 0,62 und wie auch immer. Es kommt auf die Diode, auf die Bauteile drauf an, wie viel Spannung da wirklich abfällt. Und die Spannung, die jetzt hinter dieser Diode rauskommt, auf 20 Millisekunden gesehen, wäre wieder das T und wieder das U. Einmal so und so. Da nach da. Ja, 20 Millisekunden. Und dann würde die nächste, hier hinten, würde dann wieder so ansteigen. So würde die Spannung hinter dieser Diode aussehen. Das wäre schon eine Gleichspannung. Warum habe ich jetzt 20 Millisekunden gesagt? Um es genau so zu zeigen, sonst könnte ich euch das gar nicht so wirklich vermitteln, was da passiert. Bei einer Diode und der Gleichrichtung mit einer Diode wandert nur die positive Halbwelle durch die Diode und die negative Halbwelle wird weggeschnitten. Die geht nicht durch die Diode durch. Die Diode, müsste ich jetzt noch das Bauteil großartig erklären, kann ich ja mal schnell machen. Die Diode lässt nur in eine Richtung Spannung durch. In diesem Fall ist hier vorne die Anode und hier hinten die Kathode. Und die wird nur leitend, wenn hier Plus anliegt und da Minus. Dann fließt der Strom über die Diode. Grob vereinfacht gesagt, nur wenn hier Plus ist und da Minus, dann fließt die Spannung über die Diode, dann wird sie leitend. Wenn jetzt, also sprich, wenn jetzt die Halbwelle kommt, dann wird sie leitend, dann fließt da Strom. Wenn dann die Halbwelle kommt, ist es genau andersrum. Das ist auf einmal hier Minus und da ist Plus. Dann sperrt sie. Da lässt sie keinen Strom fließen. Darum wird die gleichgerichtete Spannung hinter dieser Einweggleichrichtung so aussehen. Circa so aussehen. Es wird noch ein etwas längerer Nulldurchgang hier vorne und da vorne und so weiter. Die ganzen Feinheiten möchte ich jetzt nicht gerade alle so ausführen, aber so würde die Spannung aussehen nach der Gleichrichtung nach einer Diode. So, das werden wir auch nochmal im praktischen Teil nochmal sehen, genauso wie wir das im praktischen Teil auch nochmal sehen werden. So, dann habe ich hier eine Diode. Die einzelne Diode, die stecke ich jetzt hier mal rein. Und jetzt kann ich eine Gleichspannung messen. Die wird jetzt aber nicht dem Wert entsprechen, wie ich ausgerechnet habe. 11,8 Volt, 11,9 sind 12. Das ist etwa die Hälfte. Und das werden auch 50 Hertz sein. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Passt auch. Ja, dass er jetzt da springt, ist normal. So, das wäre jetzt die
gleichgerichtete Spannung über nur eine einzelne Diode. Ich bin bei 2 Millisekunden, sprich 20 Millisekunden direkt. Ich kann jetzt mal den Kanal 2 einblenden, das ist der Strich unten. Den bin ich auf AC. Wenn ich jetzt den vor die Diode seht, könnt ihr das direkt sehen, dass die eine negative Halbwelle an der Diode abgeschnitten wird. Also bewahrheitet sich das auch. So, jetzt kommen wir mal zu dem Fall mit dem Brückengleichrichter. Der Brückengleichrichter, dazu male ich mir nochmal den Trafo hier auf. So, 230 Volt und 24 Volt AC. Dazwischen. Und der Brückengleichrichter sieht dann so aus. Ich hoffe, ich kriege das jetzt aus dem Kopf hin. Das sind 4 Dioden. Einmal so. So, ja. Ja, genau so. So, beim Brückengleichrichter, das sind 4 Dioden. Ich hoffe, das ist jetzt richtig so. Ich kann jetzt leider nicht nachschummeln beim PC. Wäre hier ein Wechselspannungsanschluss und hier der nächste Wechselspannungsanschluss. Und dann würde ich hier, wenn die positive Halbwelle von der Richtung kommt, durch die Diode hier Plus haben und die negative Halbwelle kommt ja von der anderen Richtung, die geht hier durch, habe ich hier Minus. Jetzt grob vereinfacht gesagt, ich kann euch das leider nicht anders zeigen. Da habe ich da Plus und da habe ich Minus. Und hier habe ich dann den Wechselspannung und da auch Wechselspannung. Und dann habe ich euch ja den Brückengleichrichter hier gezeigt. Da habe ich hier einen Wechselspannungsanschluss. Ich zoome mal drauf. Zeige ich euch mal hier. Hoffe ich kriege das jetzt hier drauf, ohne dass es so doll spiegelt. Ein Wechselspannungsanschluss oben. Da ist der Plus, da ist auch ein Plus. Da ist ein Wechselspannungsanschluss, da auch. Da ist ein Minus und da ist der Minus. Innen drin sieht der so aus, wie ich das jetzt hier gezeichnet habe. Natürlich gibt es diese auch noch anders. Andere Ausführung, andere Bauform, aber im Prinzip sind das 4 Dioden und die Anschlüsse können sich ändern. Es kann sein, dass hier in Wechselspannung, hier Wechselspannung plus minus ist oder minus plus ist. Kann sein, dass die Wechselspannungsanschlüsse in der Mitte sind und außen plus und minus oder minus, plus und minus. Gibt es alle möglichen Richtungen, wie sie es machen können. Also müsst ihr mal drauf achten. Meistens ist es ja angezeichnet wie hier. Und das wäre dann der Brückengleichrichter, wie der aufgebaut ist. Also hier hätte ich hier den Minusanschluss und da den Plusanschluss. So, und wie sieht jetzt die Spannung hinten, hier hinten aus? Zwischen diesem und diesem. Ich habe euch ja in einem Teil gezeigt, die Sinusspannung vor den Dioden, also hier an diesem Punkt und an diesem Punkt oder dazwischen. Sieht so aus. Bei einer Diode, habe ich ja auch gezeigt, auch auf dem Oszilloskop, sieht sie so aus. Wie sieht denn jetzt die Spannung am Brückengleichrichter aus? Danach. Habt ihr eine Idee? Ich zeige euch das mal, wie sie aussehen müsste. Und wir machen das im praktischen Teil auch wieder auf dem Oszilloskop. Zeige ich es euch. Die Spannung auf dem Brückengleichrichter sieht
ähnlich aus wie die aus der einzelnen Diode. Hier haben wir wieder T, da haben wir wieder U und dann haben wir hier eine Halbwelle und da haben wir noch eine Halbwelle und da haben wir noch eine. Und jetzt ist wieder wichtig, deswegen habe ich es bei den anderen auch immer angemalt, sind das hier 20 Millisekunden. Und wo ist jetzt der Unterschied? Kann man es erkennen? Die Halbwelle, wo kommt die denn jetzt her? Ja, ganz einfach. Da die Halbwelle, die hier, die untere, die negative Halbwelle hier weggeschnitten wird, wird beim Brückengleichrichter die negative Halbwelle hier unten nach oben geklappt. Und somit haben wir sogar eine Frequenzverdoppelung. Hier habe ich jetzt nämlich 100 Hertz. Wobei ich hier nur 50 Hertz habe. Weil ich habe jetzt nämlich eine Welle in 10 Millisekunden. Eine Welle in 20 Millisekunden. Das sind 50 Hertz. Und hier habe ich zwei Wellen in 20 Millisekunden, das sind 100 Hertz. Im praktischen Teil werden wir das auch sehen. Ich werde es dann mit einem Multimeter zeigen und ich werde es auch mit einem Oszilloskop zeigen. So. So, jetzt bin ich hier Brückengleichrichter unbelastet, sage ich gleich dazu, an Wechselspannung. DC. Sieht so aus, sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Darum muss ich diesen auch belasten. Und dann sieht man das schon. Ich muss einmal mit der Dings hoch. Geh auf den. Bitte einmal merken. Wenn ich jetzt den Ausgang belaste, muss ich mit dem Trigger spielen. Ja, so müsste man das jetzt sehen können. Es sind zwei Halbwellen innerhalb der gleichen Zeit, so wie ich es auch in der Theorie gezeigt habe. Nun ist das ja jetzt hier noch keine Gleichspannung. Das ist ja nur eine aufsteigende und dann Minus und dann wieder aufsteigend. Wie kriege ich das jetzt in eine Gleichspannung, die schön glatt ist, die schön gerade ist? Dazu brauchen wir ein weiteres Bauteil. Dieses weitere Bauteil, das kann ich jetzt hier schon mal einzeichnen, das würde ich dazwischen anschließen. Und zwar ist das ein Kondensator. In dem Fall ist es jetzt ein 40 Volt 220 Mikrofarad Elektrolytkondensator. Ein Elektrolytkondensator oder auch ein anderer Kondensator kann Spannung speichern. Der lädt sich auf. Wenn hier die Spannung kommt, wird der Kondensator geladen. Da keine Spannung entnommen wird, bleibt die Spannung oben, bis die nächste Halbwelle kommt. Und dann, wenn was weggegangen wäre, würde es nachgeladen werden. Die Spannung, die dann aussehen, unbelastet, muss ich jetzt mal dazu sagen, die dabei rauskommen würde, unbelastet mit dem Kondensator zwischen, wäre jetzt hier wieder UT, wäre hier schön glatt. Wenn ich den Kondensator anschließe und dann dazwischen messe, kommt die Spannung so raus. Das ist dann hier 32 Volt und das sind 0 Volt. Dann würde die Spannung schön glatt rauskommen. So, jetzt komme ich zu dem Test mit dem Elektrolytkondensator, unbelastet, also ohne den Widerstand zwischen, muss ich ja eine reine Gleichspannung messen. Jetzt auf DC gehe,
habe ich eine reine Gleichspannung von 10, 20, 30 Volt. Passt. So, jetzt habe ich euch ja noch gezeigt, vorigen Teil, auch am Oszilloskop denke ich mal, wie die Spannung aussieht, wenn ich hier zwischen einen Kondensator setze. Jetzt mache ich das gleiche hier auch. Dann mache ich mir mal hier einen Ausgang. So, dann habe ich hier den Ausgang, wo ich messen kann. Da mache ich dann auch einen Kondensator zwischen. In dem Fall ist hier Plus. Und in dem Fall wäre hier Plus und da Minus. Auch wieder die 40 Volt und die 220 μF. So, beim Brückengleichrichter. Die Spannung, die hier hinten rauskommt, entspricht genau dem hier. Das werden wir im praktischen Teil auch noch sehen können. So, jetzt habe ich hier den Brückengleichrichter mit einem Kondensator dran. Ne? Können wir dann mal mit einem Multimeter messen, was wir da an einer Spannung messen können. Müssten ja dann, wie gesagt, diese circa 32, 33 Volt sein. Muss ich jetzt mal einmal kurz Kabel reinkriegen. Dann nehme ich das Multimeter. Gehe auf Gleichspannung. Muss jetzt mal kurz die Spitzen tauschen. So, das habe ich ja gesagt, wir können jetzt hier die 33 Volt messen. Ich hoffe, das klappt auch so. Da ist der Brückengleichrichter mit Kondensator. Mache ich einmal da. Jetzt habe ich Plus Minus vertauscht. Bitte nicht wundern. Jetzt müsste ich ja 33 Volt messen. Oder 32 Volt. Wie ich auch gesagt habe, circa 32 Volt. Das passt. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache. Ich habe ja gesagt, die Spannung am Ende sieht ja schön glatt aus. Das wäre aber der Idealzustand. Den haben wir aber nicht, da wir keine Belastung drauf haben. Wir wollen ja jetzt da irgendwas mit betreiben. Zum Beispiel eine Glühlampe. Das wäre auch ein Widerstand. Oder ich nehme halt einen Widerstand, stellvertretend als Glühlampe, weil die ist ein bisschen zu dick, zu groß. Ein Widerstand. Den schließe ich jetzt hier noch parallel mit zu dem Kondensator. Oder beim Brückengleichrichter auch parallel, damit zwischen. Nun bin ich mir nicht sicher, wie groß ist denn der Widerstand? Also wenn ich da jetzt von braun, schwarz, rot ausgehe, wie er da aussieht, müsste das ein Kiloohm sein. Jetzt werde ich das mal kurz messen. Ist ein Kiloohm. Also ich habe mich nicht vertan. Wenn ich den jetzt einmal messe, ist ein Kiloohm. Also passt. Den werde ich damit anschließen. Was passiert dann jetzt mit der Ausgangsspannung bei einer Diode, wenn ich da jetzt noch den Widerstand da so mit zwischenhänge? Da so zwischenpack. Kann ich euch zeigen. Das wird dann nicht mehr so aussehen. Das sieht anders aus. Das sieht dann, und ich hoffe, ich kriege das jetzt hier aufgemalt hin. Das ist wieder U, das ist wieder T. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und zwar müsste die Spannung circa so aussehen. In etwa, ich kann nicht gut malen. So, und dann wäre die Spannung über die Zeit gesehen bei 20 Millisekunden eine Mal Diode.
Und jetzt mache ich das gleiche nochmal. Und zwar für die für den Brückengleichrichter. Sonst muss ich den Teil gleich nochmal machen. Werde ich dann in der Praxis zeigen. Für den Brückengleichrichter gilt dasselbe. Allerdings sieht das dann für den Brückengleichrichter. Da 20 Millisekunden. Mit 20 Millisekunden aus. Da habe ich in 20 Millisekunden zwei von diesen Zacken drinne. In der gleichen Zeit als bei einer Diode. Bei einer Diode habe ich nur einen so einen Zacken und bei der gleichen Zeit beim Brückengleichrichter zwei. So, das werde ich euch auch im praktischen Teil zeigen. Und so funktioniert eine Gleichrichtung. Man kann das jetzt noch mehr filtern. Diese Zacken kann man jetzt sehr klein und fast kaum sichtbar machen, indem man hier andere Kondensatoren. Ich habe jetzt in dem Fall ein 220 Mikrofarad genommen. Man kann jetzt andere nehmen. Man kann das noch weiter hier ausfiltern mit Spulen und ganz vielen Kombinationen aus Spulen und Kondensatoren. Dann wird die Spannung am Ende fast so werden, wie ich es auf dem Oszilloskop halt gezeigt habe. Aber das ist das, was passiert bei einer Gleichrichtung von einer Wechselspannung. Eine gleichgerichtete Wechselspannung wird nie komplett gerade in einem durch sein, im belasteten Zustand. Wird einfach nie passieren. Das kriegt man nur mit einer Batterie, im Volksmund Batterie genannt, hin. Weil das ist einfach eine kontinuierliche Spannungsquelle, die so gesehen, wenn ich jetzt hier schaue über die Zeit, Akku ist jetzt hier 1,2 Volt, da wird der Akku kontinuierlich eine gleichbleibende Spannung abgeben und dann ganz langsam sinken, bis er dann irgendwann leer ist. So in etwa ist der Spannungsverlauf von einem Akku über die Zeit gesehen. Es kann Stunden oder Tage sein, je nachdem. Das wäre dann eine kontinuierliche Gleichspannung hier hinten dran, die nicht so aussieht. Was man rausfiltern kann, bis es fast so genau gerade aussieht. Es wird immer irgendwas drauf sein. Und wenn es nur winzig kleine Sachen sind, die man nachher gar nicht mehr messen kann, aber sie sind noch drauf. Gut. Das war jetzt das Ende des Theorie-Teils. Praxis kommt dann ja auch noch. Und dann danke fürs Zugucken. So, ich mache noch mal kurz Ground. Das wäre die Ground-Linie. Das ist DC. Am Kondensator eine Diode. Also ein Einweggleichrichtung. 10, 20, 30 Volt passt. Unbelastet. Wenn ich jetzt den Kondensator belaste, also die Schaltung belaste mit dem Widerstand, ja, schafft er das nicht, aber das sieht man schon, dass es nicht mehr glatt. So, jetzt bin ich auf AC und jetzt belaste ich den Kondensator nochmal bei 2 Millisekunden, also auf 20 Millisekunden. Halt. Ich muss einmal kurz umschalten. So, das wäre jetzt die Belastung mit einer Diode mit Widerstand am Kondensator. Über 20 Millisekunden ist ein Zacken, wie ich es auch in der Theorie gezeigt habe.
Das passt. Kann ich bloß nicht zu lang machen. Der Widerstand wird sehr, sehr, sehr warm. Ich kann es euch nochmal zeigen. Wenn ich es hinkriege, werde ich die Bilder übereinander legen. Am Kondensator mit Brückengleichrichter. Ich versuche mal, ich habe gesagt 20 Millisekunden, ne? Dann muss ich wieder zurück auf 2, ne, nicht auf 4, 2, gucken, ob wir das dann auch so drauf kriegen. Das sind 2 Stück, wenn es nicht flackert. Das könnte ich jetzt mit dem Trigger jetzt mal runtergehen. Das passt nicht. Es sind 2 von diesen Zacken drin. Wie ich ja gesagt habe, Brückengleichrichter und Kondensator belastet. Also wenn ich da irgendwas mit betreibe.